Hallo und willkommen zurück bei The Legend of Skyward Sword, würde ich gerade sagen. The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja. The Legend of Skyward Sword. Skyward Zelda. Ja, also um es in der Richtung. Und natürlich ihm gerade schön zu hören. Der gute Lord Kai weiterhin mein Gast in diesem Moinsen. Seeabenteuer. Wir sind einfach mal voll fett Piraten. I'm a pirate. So, und dann. Ich muss sagen, ich mag diese Dinger, die nach oben fahren. Diese Dinger sind richtig geil. Ja. Hätte ich auch gern, um zum Auto zu kommen. Brauchst keine Treppen steigen. Und abends, wenn ich nach Hause komme, einfach wieder drauf drücken und wieder ab. Ja, da oben. Zwischen Parkplatz und eigenem Balkon oder so? Das wäre schon praktisch. So, erstmal ganz sustainable seitigen. Kumpel, du bist hässlich. Wie deine Mutter. Ach, ich schon wieder nichts. Auch mal ein Discord, Menno. Du bist sorry. No, alles gut. Aber wir kennen das Problem von deiner zweiten Prinzessaufnahme. Ja, das Problem, also ich bin ja auch nicht der Einzige, weil es gibt nur Probleme, wenn andere Let's Player andere Leute einladen. Ja, gut, man muss auch sagen, wir haben auch vielleicht teilweise andere Möglichkeiten, was eine Aufnahme angeht. Wir machen es jetzt provisorisch über. Ja, klar, aber ich kenne auch trotzdem viele andere, die da auch Probleme haben. Also, es ist kein Einzelfall. So, ich doch mal wenigstens das Ding da nutzen. Sehr schön. Louis! Das hast du. Achso, das ist der Roboter. Louis, das hast du toll gemacht. Schön, dass mein Schiff wieder ganz so aussieht wie früher. Jetzt musst du mir helfen, meine Jungs zu retten. In dieser Galeone gibt es einen Kerker, in dem sie festgehalten werden. Es gibt in einem Schiff einen Kerker? Ich kenne es, wie bei dir schließt diese komische Zelle, wo du abstimmen kannst, dass der eine da rein gesperrt wird. Aber an den Kerker? Jo. Ich habe Angst. Ich warte im Boot auf dich. Du schaffst das. Wo ist der Luxus? Ah, gut. Gegenüber manch anderen Schiffen, also das ist das schon Luxus. Das erinnert mich an die Szene aus dem, ich glaube aus dem, warte. 11. Detektiv-Conan-Film, wo die da einfach so eine Gefrier-Leichenkammer haben, wo ich denke so, hä, warum hat man sowas auf dem Boot? Das hat keinen Sinn. Ja, nee, geht auch aber nicht. Gut, wenn das Ding mehrere Tage unterwegs ist, ja, ne? Na gut, bevor die Leiche schimmelt und stinkt. Ja gut, ja doch, der gibt durchaus Sinn. Somewhat useful, ja. Achso, ja, da ist halt, ja. Fun Fact, ich dachte ursprünglich, dass diese Punkte nur für Mögen sind. Dass das jetzt für Rebel Action ist. Wie, das reicht nicht? Also ich bin jetzt nicht so Fan davon runterzuspringen. Ich spiel so, you shall not pass. Obwohl, ich kann eigentlich doch. Ja, ist mit Leiter. Also, noch nicht den Breath of Wild Leiter, aber... Und einen wunderschönen Schal. Ja, man kann auf jeden Fall runter. So, da ist hier wieder. Geht's natürlich auch. So, jetzt können wir wieder Herzen zeichnen und Rubine kriegen. Ich hätte mir das passiert so. Wenn ich jetzt ein Herz zeichne, kriege ich Rubine. Ey, go for it. Und ich versuche es jetzt wirklich ein Herz zu zeichnen. Obwohl, vielleicht in meinem Fall auch eine schrumpelige Kartoffel kann auch sein. Ein dicker Pfirsich. Ja, ja, roundabout. Well, that escalated quickly. Also, make war, not love. Ich bin immer gleich. Jo, ist echt so, dachte ich auch gerade. Gut, dann nehme ich halt das Herz. Der dachte sich so, nee, du brauchst, guck mal, du brauchst gar keine Herzen. Du kriegst jetzt ein Herzteil, das lädt dich sowieso auf. Ich geb dir Bomben. Bin ich gut. Ah, wenn das Leben dir Bomben gibt, mach Krieg draus, ne? Oder wie heißt das so schön? Ja, das, weiß ich nicht, nee. Please don't.
I don't want this. Aber ohne Scheiß, der Enterhaken ist eines der geilsten Items in ganz Skyward Sword aktuell. Oh ja. Boah, die Enterhaken. Das ist ja wie bei Twilight Princess, da ist es ja ähnlich mit dem Doppel-Enterhaken. Da kriegt man das eine und dann den zweiten. Hast du die nicht auch eigentlich in diesen Kumula-Dungeon bekommen? Ja, da warst du damals Gast, ne? Warst ja. Du Himmels-Dungeon Gast, da habe ich den doppelten Enterhaken bekommen, genau richtig. Den ersten kriegst du im Wassertempel. Glaube ich, oder? Ich glaube, ja. So, jetzt gehen wir erstmal den Kacke runter. Bin ich jetzt boostet? Doppelten Enterhaken noch im Wasser-Dungeon, oder? Ahnung. Ich habe bei der Kunst nicht gespielt. Im Sandding kriegt man den Kreisel, im Feuerding kriegt man die Eisenbotten. Nee, die Eisenbotten kriegt man vorher schon. Nee, da kriegt man den Bogen. Ich glaube, im Enterhaken kriegt man dann was im Dungeon. Ich glaube, da sind wir relativ sicher. Oh. Das allgemeingültige Zelda-Icon für, weiß ich, Saphir, Wasser, Zora, whatever. Ist das nicht hier von Aurora das Icon? Nee, das ist Nairo, oder? Ist das nicht das Nairo-Icon? Ich bin nicht sicher. Warte mal, wir haben doch hier die. Es ist Nairo. Nairos Weisheit. Ja, ich sagen. Und Verrore war das komische Mondding. Genau. Genau. Aber das Rote ist. Ja, frag mich gar nicht, weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber ich meine, das Gebiet heißt ja La Nairo. Also im Englischen zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch anders ist, ehrlich gesagt. Na gut, ich schieß nicht. Ja, hier drinnen sieht man jetzt gerade ja nicht. Ah, kann ich leider nicht helfen, du Leute. Ja, alles gut. Jesus. Things that are not enjoyable. Erinnert mich an die Resident Evil 4 Gegner, die wir den Elektrowaffen. Oh Gott. Boah, ja, auf der Insel am Ende. Mm. Aber da freue ich mich schon hart auf das Remake, als es im März rauskommt. Kommt doch jetzt im März, ne? Im März, ja. Oh, ich freue mich so hart drauf. Aber ich finde es traurig, dass die ganzen Collector's Editions leider gar nicht mehr für PC rauskommen. Es gibt da so eine schöne, geile Collector's Edition mit der Figur und Soundtrack und Karte und alles drum dran. Für Xbox One und für PlayStation 5. Für PC nicht. Ja, nicht schade. Ja, dann würde ich mir das für den PC voll verkaufen. Werde ich mir, glaube ich, auch bauen, wenn ich drauf komme, weil ich bei Resident Evil. Also, ich bin ja jetzt kein Resident Evil-Fan groß, aber du weißt ja, ich habe es auch gespielt von der Wii. Und später PC zumindest ausprobiert, auch wenn da mich die Steuerung nicht ganz so abgeholt hat. Und für eine Konsole habe ich es noch gespielt, aber frag mal nicht welche. Ich habe es auf PS3, auf dem PC oder Switch. Ich fand das mit der Wii, mit dem Wii-Ding eh noch echt Bock gemacht. Sehr geil, tatsächlich. Ja, leider hat die Switch-Version diese. Ich kenne auch nicht mehr. Ja, leider nicht. Das ist quasi der PC-Port einfach nur für die Switch. Aber es kommen jetzt eh ein paar Games raus. Bei einem steht ja noch nicht so wirklich fest, ob es nur kommt. Da überlegen wir noch. Aber erstmal kommt jetzt noch Fire Emblem Engage in der Woche ungefähr. Also, zum Zeitpunkt dieses Uploads hier, zweite Folge. Das ist doch am 23. Ne? Oder schon Tage, wahrscheinlich übermorgen oder so, glaube ich. Ne? Naja, auf 20. Wobei, da bin ich noch, ich sag mal, da ich skeptisch, weil Fire Emblem, weiß man, ist nicht ganz so meine Reihe. Habe ich selten groß gespielt. Außer ja, Baumhaus. Der schmiert gerade hardcore ab. Ich verstehe gerade nicht mal dich. Oh. Ich warte mal ganz kurz. Ach nee, alles cool. Ich wollte bloß sagen, ich kann gerade bloß nicht antworten. Ja, wenn du mich nicht verstehst, brauchst du auch nichts erzählen. Ja, nee, nicht so gut. Es klingt gerade sehr wie durch eine 16-Kilo-Begleitung. Ach. Ja, ich glaube, irgendwie wäre es gerade im Modem drin. Ja, ich habe vorhin schon geguckt, da war alles in Ordnung. Ich meine, ich würde es bei mir nicht wundern, ich habe Vodafone, also das ist ja quasi wie eine Einladung für schlechtes Internet. Ja. Leider ja. Du hast doch Telekom, ne? Ich habe Telekom, ja. Ja, da läuft ja nicht immer, das ist richtig vernünftig. Ich habe mich auch nicht Telekom echt nicht beklagen. Ich habe, ich glaube, in den ganzen Jahren bisher nur einen einzigen Ausbleib. Das war vor ein paar Monaten. Also aber gut, hängt auch, glaube ich, davon ab, wo regional Deutschland du gerade unterwegs bist. Ich glaube, so rennende Deutschland ist immer ein bisschen schwieriger als direkt Mitte Deutschland. Sowieso, kann ich confirm. Will die es nicht wissen, ich wohne quasi an der östlichen Polen, also an der östlichen Deutschlandgrenze in Richtung Polen mit 20 Minuten Laufweg ins nächste Land.
Okay. So, jetzt geht's wieder. Jetzt hast du mich komisch, jedes Mal, wenn ich, meinen Browser aufrufe und mich meine Fritzbox einlogge, sagt er, okay, okay, ich lass dich, das ist in Ordnung. Aber warum so fummeln? Du kannst ja hier gucken. Naja, schön, dass du mich berührst. Problem ist, ich weiß so, nicht, wo ich hin muss. Was soll ich sagen? In welchem Container bist du denn da unterwegs? Sieht aus wie im Hafen, nicht wie im Schiff. Ein Hafenkonzert. Das ist ein Garten zum Reingrabschen. Ja. Schön. Okay, hier geht's einfach noch nicht weiter. Mal extra Strom schon wieder. Ey, ein gelber Mond. Als ich den Kopf überhaupt weiß. Schlecht gealtert. Also, wohl gut. Wobei, Bernstein ist eigentlich sehr wertvoll. Ja. Ist ja, wobei, Bernstein ist eigentlich auch plus hart gewordenes Baumharz, ne? Ja, irgendwie sowas, ne? Ach komm, weißt du was? Ich hab vorhin durch den Krieg ein paar Bomben bekommen. They see me bowling! Oh, wow! Skills! Der ist ja alles ausgewischen. Ja, Six wäre traurig. Ult daneben gehauen. Ja. Die ganzen Wölfe weiter. Ja, ja, sorry. Ich habe angefangen mit Six. Das hat auch in der Nintendo-Familie sehr, sehr unbekannt. Ne? Also. Oh, sie wollten es vielleicht ein bisschen bekannter machen mit Pokémon Unite. Sie kennen so Ausnahmen, so, aber ich glaube wirklich aus einem Bekannten, aus einem früheren Freundeskreis alles Nintendo-Kinder gewesen. Ich bin nicht Leute, die mit League of Legends in Kontakt gekommen sind. Naja, keiner kannte Mobas. Bis Pokémon Unite. Ja, nee, das hat glaube ich auch nicht so viel daran geändert. Ich hab's einmal gespielt, das Spiel ist grottig. Ja, es sieht ja auch echt müllig aus. WR301 Reihe. Wie bist du als Mensch eigentlich hier reingekommen? Durch die Tür. Schön, dass du gemeinsam mit dem Captain angekommen bist, um uns zu retten. Aber solange dieser Elektrozaun in Betrieb ist, kommen wir hier nicht heraus. Benutzen nur einfach zum Akku aufladen, passt schon. Achso, der Maschinenraum befindet sich unter diesem Kerker. Da war ich gerade drinne. Im Maschinenraum gibt es einen Gang, der in diesen Kerker führt. Doch um den Maschinenraum zu durchqueren, musst du die Stromschalter betätigen. An diesen zwei Orten befinden sich Stromschalter. Hilf uns. Überleg ich mir noch. Ja, so schön wie mit uns, das geht für uns. So, ist da auch was drin? Nö. Jetzt muss ich Stromschalter aktivieren. Ich bin doch kein Elektriker. Der Elektriker. Ich hab das in dem Moment bereut, wo ich dir das Wort Elektriker gesagt habe. Warum tust du es denn? Weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Schon mal die Tür für den finalen Schlüssel nachher. Sag mal, ich hab dich ja das noch nicht nutzen sehen. Hast du auch so ein Problem damit, die Dinger da einzufügen? Bei dem fünften Dungeon, ja. Also, wer meine ich? Also. Bei den ersten drei Dungeon 0, bei dem vierten Dungeon, ja. Okay, aber ich hab so also früher bei der Wii, das muss man mit Motion Control ja so mit Drehen des Controllers machen, ein bisschen wie bei Breath of the Wild mit diesem Gyrosensor und ich hab mich da so dusselig mal angestellt. Und ich hab jetzt so beim Remake auf der Switch gemerkt, es ist irgendwie nicht besser gefroren. Nee, nicht wirklich. Vielleicht fehlt mir einfach räumliches Sehen oder so. Vielleicht fehlt mir da irgendeine Synopse im Gehirn, ich weiß es nicht. Kann auch möglich sein, ist ja wirklich. Totenkopf, by the way. Totenkopf oder auf den ersten Blick dachte ich im Moment, ey, das ist Twitch-Symbol. Oder ein Giftpilz aus Super Mario. Kann auch sein. Oder so ein Twitch-Symbol. Das Twitch-Icon. Oh, ja, stimmt, das geht auch. Fun Fact: Ich habe gestern bei meiner Mutter Armbrot gegessen. Also, ich esse ja bei meiner Mutter das Armbrot. Und da haben wir halt Fernsehen geguckt, weil sie gucken ja so schönes TV, was man so noch kennt von früher, so mit Werbung. Fernsehen, ja. Und da haben wir Mein Mann kann, so eine Spielshow auf Sat.1 geguckt. Und da saß im Publikum jemand, der hatte ein Twitch-T-Shirt an. So richtig mit dem Twitch-Symbol. Ich denke mir so, geil. Kann man mal machen. Sympathisch. So, Problem ist. Mit dem kann ich mich assoziieren. Ja, dachte mir auch so, ganz schick. Problem ist, wie kann ich jetzt diese komischen. Ist das hier draußen irgendwo? Ist das draußen auf dem Schiff? Weil laut Karte muss das Ding ja theoretisch direkt hier an der Ecke sitzen. Oh, irgendwo da. Hm.
Mit dem Kopf durch die Wand hat er neue Symbole gehalten. Ich versuche mein Glück. Nein, okay. Ist das vielleicht doch. Oh, ist das eigentlich schon. Ist das im ersten? Ne, auf dem Deckel ist es nicht. Es kann das unten sein. Hm, noch weiter unten? Oder hier in den Räumen drin irgendwo. Vermutlich in den Räumen drin. Wem ist wie? Kommt man in den Raum rein, wenn die Tür verschlossen ist? Ja. Normalerweise würde ich die Tür einfach aufspringen. Oh. Oh. Hm. Das sieht aus. Sehr interessant. Ja gut, Link versucht halt immer mal auf den hinteren Hintergrund zu ziehen oder auf den vorderen Hintergrund. Deswegen zuckt das so komisch. Das sieht schon sehr doof aus. Schwert kaputt, geschreddert, Game Over. Kann ich was reinstupfen? Nein, ich will... Nein, ich will... Nein, ich will die Item wechseln. Willst du helfen, dass es noch schneller dreht, oder wie? Ich dachte, ich kann es damit vielleicht bremsen. So ausbringen, weißt du? Oh, kaputt drehen lassen, das ist einfach auseinanderfällt. Es geht aber schneller, oder? Es geht schneller gerade, aber es ging gerade auch gerade langsam ein bisschen. Oh, in dem Moment, wo du sagst, bricht wieder die Quali vom Bild ein. Nee, es wird langsam, aber... Ist hier noch was drin? Ich meine, hier geht's wieder raus. Und da ist ein Hebel. Ich bin doch kein Schifffahrer, wo soll ich wissen, wie es funktioniert? Ich kenne mich auch mit Schiffen nicht aus. Dafür bräuchte ich jetzt einen Hamburger. Der würde mir sagen, was ich machen muss. Du hast mich gerufen? Gib mir mal ein paar Informationen. Um die Umgebung. Du befindest dich auf der Sandgaleone. Monster enterten einst dieses Schiff und entrissen es seinen eigentlichen Captain. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das Schiff sicher queren kannst, wenn du die Steine Zeit am Maßrichter nutzt, liegt bei 85%. Gut, ich glaube, ich muss den Stein von draußen aktivieren. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade auch nicht. Kompliziert die Scheiße. Ja, das wäre so ein tragbarer Stein und ganz geil. So ein Knopfdruck, weißt du, so. Ja, so wie die Dinger, mit den, die in den Kacheln rumfahren, die du quasi schieben kannst und dann. Genau. Aber einfach so tragbar, einfach als Item. Ja, wäre auch interessant. Sind alle wieder da. Das war gar kein Blutmond. Frag mal alte Metroid Games. Du hast einen verschossenen Pfeil gefunden. Er ist noch ganz und kann erneut verwendet werden. Praktisch. Hashtag Long Dark. Ja, woher sagen Long Dark würde ich mich freuen. Ding ding. Ding ding. Mit der Rückhand. Richtig mit der Rückhand eine weggewischt. Ich sollte Tennisspieler werden. Kumpel, du gehst mir bis auf den Sack. So, pass auf, jetzt gehe ich rein und ich kann trotzdem da nichts aktivieren. Goldies sind Goldies. Könnte sein. Oh, vermutlich wird es der Fall sein. Oh. Ja, auch wieder da. Klopf, klopf. Oh. Moment. Wir sind ja geldgeil, also nehmen wir jedes Geld mit. Ja, das war aber doch ein bisschen zu früh. Okay. Gerade so. Aber ganz close.
So, die Tür ist offen. Jetzt die Frage, kann ich gleich was machen, ohne dass ich wieder rausgehen müsste, oder? Da ist zumindest ein Schalter. Naja, so sieht eine Schlüssel hier in der Zeit nicht aus. Ich dachte jetzt, man kann da durchkrabbeln. Dachte ich auch gehört. Sieht so aus, ne? Ja, wie so ein Tunnel, so von wegen, hey, kleiner Link, krabbel mal durch. Ist vielleicht keine gute Idee, wenn das hier gerade an ist, aber ansonsten wäre es machbar. Ja. Problem ist, ich muss sogar doch hier raus, um den Schalter zu aktivieren. Ja, vor allen Dingen, jetzt könntest du zwar was durchschießen, aber was soll es dir bringen? Ah. Ich sehe da keinen, also da ist ja kein Fallschalter, ne? Hm. Wozu hat man das jetzt gemacht, ist die Frage. Das ist hinterher in der Reihe. Das hat so ein bisschen Wassertempel-Feeling aus Ocarina of Time. Schalter an zum Wasser hochmachen, Schalter wieder aus zum Runtermachen, Stiefel an, Stiefel aus. Schalter mittel machen für Wasserhöhe. Das ist, also ich mag den Wassertempel zwar, aber nur in der 3DS-Variante. Nee. Ich mag den gar nicht. Ich mag den egal in welcher Form nicht. Auch wenn ich die Schuhe so beim Randomizer schnell und an- und ausziehen kann, ist es trotzdem scheiße. Das ist aber auch eine gute Funktion, dass es funktioniert mit an- und ausschalten. Und der Boss fuckt auch ab. Ist auch wie nicht so der Bringer irgendwie. Dieser entlaufene Dildo? Also ich muss sagen, der hat Ocarina of Time bessere Gegner als... Ja, der war einfach auf Klo zu lange nicht gespült und plötzlich ist es lebendig geworden. Naja, wenn die Kackwurst Hallo sagt. Und blau. Blau angelaufen ist. Vor Wut. Oh gut, jetzt wollen wir uns nicht über blaue Würste unterhalten. Das wäre nämlich sehr weird. Blaue Würste sind quasi die blauen Bananen aus Donkey Kong 64. Jetzt werde ich das Ding nur als Banane in Donkey Kong betrachten. Naja. So, ist die Frage, Tür noch offen? Ja. Tür noch offen. Hi there. Aber was machen wir jetzt hier, Freunde? Internet, das kommt schon. Ja, verpasst er gerade nicht viel. Ich kann immer noch nichts durchschießen. Den kannst du schießen. Ich habe inzwischen rausgefunden, wenn ich bei Discord das refreshe, dann geht's wieder. Ah, Gott sei Dank. Ja, und du? Das Bewegen bringt auch nicht so viel. Durchschießen kann man auch nichts. Oder ist dahinter irgendwas? Da ist da nur so eine. Maschine erschießen. Oder? Bonk. Hm, aber das da drin sieht aus wie machen, tut ein auch Schwert. Nö. Da muss ein Schwert rein. Ach, wozu ist dieses Ding denn zu bewegen, wenn es eh nichts bringt? Ja, in Oldie kann man ja durchschießen. Ach, gut, dann mal. Nee, oder? Ich versuch's einfach mal. Oh. Was ich hier in Scout zwar richtig cool finde, ist, dass man Bomben mal wieder einsammeln kann. Ah, ja, schon mal ein Kopf. Lunte aus und wieder Stup in die Tasche. Ja, was soll das bringen, ist die Frage. Ich bin auch leicht überfragt, muss ich mal sagen. Ach, du weißt es gerade aus, oder auch nicht, ne? Nö. Bitte, warte mal. Hab den Dungeon jetzt auch lange nicht gemacht, weil ich den Stream-Spiel stand. Und der Schalter da rechts im Boden? Da muss. Okay, gut, da gibt's Sinn. Ja, das ergibt doch ein bisschen mehr Sinn. Aber jetzt kommt man ja wieder nicht durch, weil er wieder neu ist. Oder? Ach, sie muss aktiv bleiben. Ich glaube auch, das Rotieren ist mit Absicht so gemacht, dass du in der Zeit nicht durchschießen kannst. Ach, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das geht dann einfach nicht. Du, das. Obwohl, der Schalter könnte vielleicht auch im normalen Modus funktionieren. Könnte sein, ja. Das ist ja kein Strom oder so.
Das heißt, ich habe ja den Weg nach draußen eigentlich sparen können zum Anmachen. Hm. Ich sage, ich hätte gerne so auf Knopfdruck. An, aus. Schnipsen so. Alexa, mach Licht aus. Ah ja, zum Beispiel. Man merkt aber, man ist echt so teilweise faul geworden, ne? Man will für alles ein Shortgear haben. Boah, ja, das fühle ich aber. Nicht an. Mach's gut, Jungs. Oh, ja. Jetzt, mach's gut, Jungs. Plötzlich alle weg. Segel komplett zerfallen. Ah ja. Sieht aus wie so ein Anno-Schiff, was sehr viel Schaden gekriegt hat. Und denkt sich so, ich will nicht mehr Hilfe. Oh, Anno braucht so ein geiles Game. Fahren ist nicht mehr. Aber gesehen, du hast ja letzte Nacht ganz schön gesürstet, oder? Du bist jetzt, also von, ich hab die letzte Donnerstag auf Freitag. Okay, von, doch, von Donnerstag auf Freitag hast du viel gesürstet. Ich hab letztens meine komplette Pflanzenbude voll gemacht. Finden wir irgendwie noch 3 Stück oder so. Die Tiere finden also knapp die Hälfte, da kommt man leider nicht durch die, wie heißt denn die, die komische Ausstellung, die Weltausstellung. Da kommt man nicht so leicht an Tiere ran wie an andere Sachen leider. Mhm. Da muss man leider immer sehr viel zoologische Expedition spammen. So. Ja, das sieht doch mal aus. Die Tür öffnet sich. Oh, Kacke. Aber jetzt muss ich, glaube ich, den Strom wieder anmachen, um das Ding zu drehen. Ich wollte doch keins ausprobieren, ne? Ich guck's mir an, aber ich glaube, ich muss das Ding jetzt mit Strom versehen und mir. Das ist ja schon sehr oldie hier, ne? Wir sind ja. Probier's aus, steck rein. Ich glaube, da kann ich nichts reinstecken. Ohne Schmierfett geht ja gar nichts. Oder ohne Strom. Ich hasse das. Ohne Schmierfett. Naja, alt verrostet, ausgebraucht, weißt du? Du weißt doch, auf alten Schiffen hat man Segeln. Das ist, glaube ich, der Eingang. Schmierfett klingt eher, als wenn du den Lümmel in deinen Tank vom Auto reinhalten willst oder so, statt dem Schlauch vom Tanken oder sowas erstmal, ne? Na, einfach Öl testen. Ist doch geschmeidig. Oh Gott. Wenn die Spitze schwarz rauskommt, ist auch was drin. Nee, bitte nicht. Nee, das hab ich. Ach, nee. Es soll ja wirklich Leute geben, die in ihren Tank pinkeln, weil das doch auch teilweise als Treibstoff verwendet werden kann. Boah, das ist doch auch voll ungesund für den Motor, oder? Na klar, das ist ungesund für den Motor. Aber es gibt halt Leute, die haben das gemacht. Weiß ich nicht. Ich meine, gut, dann gibt es auch noch Leute, die stecken ihren Dödel in einen laufenden Mixer. Ah, generell haben Leute Dödel. Ja, generell haben Leute mit Dödel manchmal das Bedürfnis, den irgendwo reinzustecken. Ja. In Sachen, die dafür nicht gemacht sind. Bringt die Natur so mit sich. Ja, aber so ein Häcksler oder in einen Autotank reinstecken ist, glaube ich, nicht so Sinn der Sache von dem Gerät gewesen. Das ist wie dem Scary Movie zum Staubsauger. Na, ah, oder da, ja. So, vollen Saft. Oh, Scheiße. So, was gibt jetzt nochmal einen zweiten? Gebieter. Wie der Matrose sagte, bewegt sich etwas im Maschinenraum. Es ist jedoch nur ein Stromschalter betätigt worden. Der Gang zum Kerker ist noch versperrt. Ich empfehle, den zweiten Schalter schnell zu aktivieren. You don't say. Dachte auch gerade so. Ist ja nicht so, dass ich das gerade versuche, ne? Naja. Das Einzige, was ich hier momentan nicht mehr sage, dass mein Controller fast leer ist. Ja. So, Problem ist, das Ding war auf der anderen Seite. Die Tür Gebiet, es besteht eine 95% die Chance, ihre Batterie ist bald alle. Das sagt sie hier aber Gott sei Dank noch nicht. Vor allem, ich frag mich mal so, was passiert ist da eine 5%? Explodiert mein Controller da was los? Bip, 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 bip. Weil gut, es gibt ja Controller mit Lautsprechern, wie Playstation, ne? Da kommt dann so in 50 und explodiert sich dieser Controller von selbst. Ja, Mann. Jetzt muss ich doch nochmal rausgehen. Obwohl, nee, hier hat man ja Strom, ne, glaube ich. Oder? Nee, hier ist das Ding ist, glaube ich, voller Stacheldraht, wenn ich reingehen will. Einer von denen ist vorfüllt mit Stacheldraht. Ja, das Ding ist aber Stacheldraht, sobald ich da reingehen will. Weil die Tür ist verschlossen und das ist aber Stacheldraht. Ne? Ja, deswegen komme ich da auch nicht rein, wenn das Ding aus ist, der Strom. Hm. Oh Mann. Ich gehe jetzt nicht erstmal springen. Ding hat keinen Bock mehr. Die Leute aus Hyrule können sie selber retten. Wie in Ocarina of Time damals. Oder so ähnlich.
Aber egal. Ich mach erstmal Nebenquest. Tschüss. Ja, dich mach so. Aber bevor wir auf jeden Fall jetzt hier weitermachen, machen wir erstmal Partende. Wir sind hier über 30 Minuten. Deswegen sage ich danke fürs Beisein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao. Tschüss.